Jetzt ohne weitere Verzögerung möchte ich den ersten Arbeitskreis bitten, sich vorzustellen. Das wird Herr Reimer sein mit seinem Arbeitskreis Politik. Energie. Alles ist Politik. Ja, liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, werte Gäste, mein Name ist Burkhard Reimer, wurde schon kurz erwähnt. Ich habe Chemie und Elektrotechnik studiert und zähle mich, sagen wir mal, zu den Personen, die aus dem Bereich MINT kommen, diese Fächer, die sich mit Mathematik, mit Informationstechnik, mit Naturwissenschaft und mit Technik befassen. Und ich bin im Laufe der letzten Jahre dann, und viele meiner Kollegen haben uns gewundert, was uns mit der Energiewende dort übergeholfen wurde. Und das hat eben dazu geführt, dann dort auch bestimmte Positionen zu beziehen und letztendlich auch hier in die AfD dort mit einzutreten, um zu versuchen, also hier vieles zu verändern. Ehe ich jetzt mit meinen Thesen anfange, das sind also die Thesen, wie sie jetzt vom Arbeitskreis Energiepolitik erarbeitet wurden, noch das vor ein paar Tagen hat ein weiteres Mitglied unseres Arbeitskreises, Herr Falkenhagen, ein zweites Thesenpapier vorgestellt, also eingebracht, das abweicht von unserem. Das reichte jetzt natürlich nicht, um es zu bearbeiten. Wir werden das also auf dem nächsten Treffen dann durchgehen und das wird dann danach auch der Partei natürlich bekannt gegeben. So, dann beginne ich jetzt zunächst mal. Ich werde mich hier sehr stark an mein Konzept halten, sonst komme ich nicht durch, um überhaupt etwas sagen zu können. Also zunächst mal Planwirtschaft versus Naturwissenschaft, Technik und Ökonomie mit dem Erneuerbaren Energiengesetz EEG 2000 und der Energiewende 2011 wurde die deutsche Energiewirtschaft in ein planwirtschaftliches Vorhaben verwandelt, das die physikalischen, technischen und wirtschaftlichen Gesetze, Regeln und Möglichkeiten weitgehend durch grüne und ökologische Wunschvorstellungen ersetzt hat. Ich weise hier noch mal ganz kurz darauf hin, dass wir in der DDR ja Planwirtschaft hatten, von vorne bis hinten. Ich bin also ehemaliger Ossi und da ist alles gegen Baum gefahren. Und nun stelle ich fest, dass also auch diese Energiewende leider schon sehr weit an die Wand gefahren wurde, aber das werde ich ja noch kurz erläutern. Dann wollte ich noch sagen, dass Professor Lucke auf unserer Wahlveranstaltung hier in Berlin ja auch gesagt hat, dass wir im Euro etwa bei der Eurokrise mit 630 Milliarden verbürgen und die fällig werden, wenn die Südländer also zum Beispiel alle pleite gehen. Bei der Energiewende geht es um andere Größenordnungen. Der Umweltminister hat von 1 Billion gesprochen, das ist aber wie bei Politikern üblich weit, weit untertrieben. Das werden also viele Billionen sein, wenn es denn so durchgezogen wird, wie es geplant ist. Die Energiewende selber ist ja 2011 dann nach Fukushima erfolgt, da gab es eine Ethikkommission. Interessanterweise war nicht ein einziger Ingenieur dabei, der also aus der Energietechnik kommt, die natürlich dann beschlossen haben, bestimmte Dinge wie Abschaltung sofort von 8 Kernkraftwerken und so weiter. Herr Trittin hatte übrigens mal gesagt, die Energiewende kostet jedem Einzelnen nur eine Eiskugel pro Monat und Person. Und jetzt sehen wir dort ganz andere Dimensionen, die auf uns zukommen. Nochmal zwei Zahlen. Die Treibhausemission soll bis 2050 um 80 bis 95% gesenkt werden. Das heißt, wir haben dann nur noch etwa 5 bis 20% an fossilen Brennstoffen zur Verfügung. Und die Energie, die Elektroenergie, soll 2050 sogar zu 80% aus Erneuerbaren erzeugt werden. Was wurde bisher erreicht? Die über 80 Millionen Deutschen und der Großteil der Wirtschaft müssen für ihre Stromrechnung 2013 über das Doppelte gegenüber 2000 bezahlen. Der wesentliche Preistreiber ist die EEG-Umlage.
die 2013, dieses Jahr, 23 Milliarden Euro beträgt. Überlegen Sie mal, 23 Milliarden Euro, da überstreitet sich die neue Regierung, ob für 4 Jahre, dass das viel zu hoch sei für den gesamten Staat, für die sozialen Dinge, die da gemacht werden sollen. Und hier müssen wir das innerhalb eines Jahres als Bürger und als Mittelstandsbetriebe rüberreichen. Bisher wurde bezahlt 122 Milliarden. Und aufgrund dieser 20-jährigen Einspeisevergütungsgarantie werden wir also noch 330 Milliarden nur auf Basis des jetzt Installierten. Wenn es weitergeht, werden es natürlich noch viel mehr. Bitte? Ja, das gehört ja dazu. Das gehört ja dazu. So, das ist eine durch die Regierung erzwungene Umverteilung in einer noch nie dagewesenen Umfange in die Hände finanzstarker Investoren für eine wertlose Dienstleistung, nämlich instabiler Strom. So, jetzt geht es nochmal um die Täuschung, die immer gemacht wird. Wir werden also bewusst, die umweltbewussten Bürger werden bewusst getäuscht, damit sie den exponentiell wachsenden Strompreis bereit sind zu zahlen. So wird unentwegt von den Experten der grünen Ideologie behauptet, man könne 100% des Stromes aus Erneuerbaren gewinnen. Das war letzten Sonntag wieder, oder Sonnabend hier am Bundeskanzleramt. Sofort alle Kernkraftwerke abschalten und kurzfristig auch die Kohlekraftwerke stilllegen. Wenn man nur konsequent und schnell genug die Wind- und Photovoltaikanlagen ausbaut, 100% Strom aus Erneuerbaren würde mit den effektivsten Speichern, man muss dann auf jeden Fall Speicher haben, und zwar sind das also sind das Pumpspeicherkraftwerke. Wir bräuchten 2038 Pumpspeicherkraftwerke von der Größenordnung Goldesthal, die würden alleine im Bau 1,2 Billionen Euro kosten. Dann müssen wir die instabilen aufs 11-fache ausbauen. 11-mal das, was wir heute haben, also an erneuerbaren Energie, um diese Speicher dann immer zu füllen, dass die dann bereitstehen, wenn also kein Wind und keine Sonne ist. So, deshalb ist klar, das ist also völlig weg von allen Dimensionen, die man kennt. Wir haben weder Berge noch irgendwo, wo wir so viel Pumpspeicher bauen können. Und das würde also geht einfach nicht. Selbst 50% geht da nicht. Die Hälfte von dem allen, was ich gesagt habe, ist genauso illusorisch. Real, wenn man ganz real die Sache angeht, kann man erreichen mit den Erneuerbaren 35% und mit den herkömmlichen Quellen 65%. Das würde aber immer noch... Herr Reimer, ja? Ich muss Sie bitten, zum Schluss zu kommen. Ja, das würde aber immer noch bedeuten, eine Verdopplung der EEG-Umlage. Wenn man jetzt diese ausnutzen würde, ich sage jetzt noch schnell, was wir vorschlagen. Wir sind also dafür, dass das erneuerbare Energiengesetz abgeschafft wird, die Energieeinsparverordnung und alle damit verbundenen planwirtschaftlichen Maßnahmen. Das deutsche Stromnetz und die Stromversorgung sind wieder in einen stabilen, wettbewerbsfähigen Zustand zu versetzen, entsprechend dem Stand der Technik. Und die Umsetzung hat natürlich schrittweise zu erfolgen, so dass also die Netzstabilität erhalten bleibt. Und das Wichtigste wird dann auch sein, was ist mit den Altverträgen, wie werden die gehandhabt, dass also dort dann eine Gesetz- oder vernünftige Regelung erfolgt. Noch ein Wort zu Europa. Deutschland hat sich auch aus Europa verabschiedet mit dieser Energiewende. Wir haben ganz großen Ärger gekriegt. Polen baut jetzt Phasenschieber. Herr Reimer. Frankreich, danke, Schluss. Schluss, Dankeschön. Jetzt bitte ich Herrn Weiland zum Thema innere Sicherheit zu sprechen und der Arbeitskreis, was er erarbeitet hat. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind, um meinen Vortrag jetzt zu hören. Mein Name ist Karl-Friedrich Weiland, ich bin von Beruf Rechtsanwalt, Justiziar des Verbandes, und unser Arbeitskreis ist einer der jüngsten, vielleicht der jüngste sogar von denen, die sich heute vorstellen. Was Sie hören, das ist jetzt erst so ein Einblick in das, was wir uns so vorstellen können als Kernthemen in diesem Bereich. Ich fange mal an mit dem ersten. Der Schutz des Bürgers vor Kriminalität ist vielleicht die Kernaufgabe des Staates.
Der Staat hat das Gewaltmonopol. Er hat es, um uns eben vor Kriminellen zu schützen. Er hat Mittel, die kein Privater hat. Und daher denken wir, dass der Staat auch tätig werden muss, wenn Kriminalität da ist. Was man gestern erleben musste, war, dass der Chef des BKA sich hinstellt und sagt, naja, also es gibt jetzt große Banden von Einbrechern und wir müssen was dagegen tun, und zwar den Einbruchsschutz für die Bürger steuerabzugsfähig machen. Ich finde, das ist ein Armutszeugnis für die Politik. Und hier muss man wirklich vielleicht ein Zeichen setzen, indem man einfach sagt, warum nicht in das Grundgesetz ein Recht auf Schutz vor Kriminalität aufnehmen, was eben auch Auswirkungen hätte in alle Bereiche. Beispielsweise das Datenschutzrecht ließe sich nicht mehr so leicht als Täterschutzrecht missbrauchen. Das, wie gesagt, nur als erste Kernforderung. Also es ist plakativ, aber es hätte durchaus auch einen Hintergrund. Was für uns im Vordergrund steht, ist das Opfer. Opferschutz muss verbessert werden. Das geht in ganz verschiedene Bereiche. Ich greife nur mal einen raus, und zwar die Entschädigung. Opfer haben das Problem, sie sind eben geschädigt worden an Leib und Vermögen und müssen dann später eben sehen, wie sie den Schaden gegenüber dem Täter ersetzt bekommen. Hier könnte beispielsweise der Staat eintreten, indem er erstmal das Opfer entschädigt und nachher mit seinen Mitteln, die er einfach hat als Staat, sich bei dem Täter wieder schadlos hält. Ein wichtiges Thema ist der Polizei und der Justiz überhaupt erst die Möglichkeit zu geben, tätig zu sein. Wir sagen hier, die Ausstattung von Polizei und Justiz muss sich an der Sicherheitslage orientieren und nicht an der Kassenlage. Wenn kein Geld da ist, ich sage es mal ganz schlicht, wenn kein Geld da ist, dann muss woanders gespart werden, aber nicht bei der Sicherheit. Das ist wirklich die Kernaufgabe schlechthin. Gut, Prävention und Resozialisierung ist von eminenter Bedeutung. Vorsorge ist immer besser als Nachsorge. Das gilt insbesondere auch im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung. Ein Verbrechen, das nicht entsteht, ist besser, als wenn man es erst aufklären und verfolgen muss. Von daher sehen wir hier, dass Mittel eingesetzt werden müssen, um beispielsweise bei Jugendlichen, die auffällig sind, schon sehr früh einzugreifen, dass beispielsweise Intensivtäter sehr genau kontrolliert werden, weil von ihnen dann wiederum andere in die kriminelle Szene eingeführt werden. Also hier sind viele Dinge möglich. Wir glauben, dass da zu wenig gemacht wird und denken, dass man da zum Beispiel auch sehr konsequent bei der Strafanwendung sein muss und vor allem auch Themen wie oder das Jugendstrafrecht zum Beispiel auch nur in Ausnahmefällen bei volljährigen Tätern anzuwenden. Organisierte Kriminalität entschieden bekämpfen ist allein schon deshalb wichtig, weil organisierte Kriminalität nicht nur das Vermögen und das Leib des Bürgers bedrohen, sondern auch die Demokratie. Wenn man hochrechnet, wie groß der Umsatz der organisierten Kriminalität ist, das geht weltweit in die hunderte Milliarden, wenn nicht gar in die Billionen, da werden Machtstrukturen aufgebaut, die dann eben auch zu einer Korruption führen können in den Staaten und damit letztendlich das Fundament des gesamten Staates untergraben können. In diesen Bereich gehört auch, wie gesagt, das ist jetzt alles nur angerissen, in diesen Bereich gehört auch Schleuserkriminalität, Menschenhandel, auch das wird meistens von hochorganisierten Strukturen gemacht, da muss man wirklich anders ansetzen und dazu gehört beispielsweise auch ein besserer Austausch zwischen den EU-Staaten, um eben zu verhindern, dass man die Staaten gegeneinander ausspielen kann als Täter. Der nächste Punkt, der überlappt sich so etwas mit dem Arbeitskreis von Herrn Bachmann über die Zuwanderung und Integration. Darum will ich da eigentlich nicht so viel sagen. Alles, was Herr Bachmann sagen wird, das sehen wir auch. Hier muss entschieden gehandelt werden. Wie gesagt, mir jetzt nicht. Der letzte Punkt, den halte ich noch für sehr wichtig. Der steht am Schluss, könnte aber auch ganz vorn stehen, und zwar Transparenz in der Kriminalstatistik herzustellen, ist das entscheidende Mittel, um überhaupt das Bewusstsein dafür zu heben, wo die Probleme sind. Um es mal sehr konkret zu machen, wie wir uns das vorstellen könnten, und zwar, das wäre, dass in anonymisierter Form selbstverständlich alle Angaben zu Tat, Delikt, Täter, Tatort
Migrationshintergrund bzw. Staatsangehörigkeit des Täters und des Opfers, dass all die ganzen Daten öffentlich gemacht werden im Wege eines Open-Data-Konzeptes. Das heißt, die Daten werden in strukturierter Form bereitgestellt und können dann beispielsweise so in Google Maps integriert werden. Dadurch hätte man die Möglichkeit, überhaupt erstmal eine Diskussionsgrundlage zu haben, wo liegen die Probleme, wo sind Gefahrenherde, in welchen Gegenden zum Beispiel und was sind da so die Tätergruppen und was sind die Opfergruppen. All dies würde, und das ist vielleicht das Entscheidende, den Leuten in der Politik, aber auch den Bürgern die Augen öffnen und uns die Möglichkeit geben, wirklich mal ganz nüchtern anhand der Fakten darüber zu diskutieren, wo die Probleme liegen und welche Lösungen angemessen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Weiland. Und nun zuletzt Herrn Sell und Herrn Brenner bitte ich nach vorne, die uns etwas erzählen werden zum Arbeitskreis Infrastruktur. Guten Tag zusammen. Ich freue mich, dass wir uns heute hier mal erklären dürfen, was wir machen. Der Titel unseres Arbeitskreises lautet Infrastruktur, Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr. Und man könnte fragen, das ist ja ein Gemischtwarenladen, da wird ja alles zusammengewürfelt, was sonst nirgendwo unterkommt. Ich kann sagen, dem ist so nicht. Wir stellen es unter die Parole, die deutsche Wohnung im europäischen Haus muss endlich baulich in Ordnung gebracht und auch auf Dauer in Ordnung gehalten werden. Das ist unsere übergeordnete Leitidee, von der aus gehen wir an das Thema ran. Und wenn man sich den Zustand unserer Wohnung Deutschland anguckt, dann kann man an der Infrastruktur sehen, dass alles heruntergewirtschaftet wird. Nicht nur die Verkehrswege, über die sehr viel geredet wird, auch öffentliche Bauten, die ganzen Leitungs- und Rohrnetze, die Wasserstraßen, die Bahn mit ihren Bahnhöfen und Gleisstrecken. Alles ist im Niedergang begriffen und da ist einiges erforderlich an Erneuerung und Sanierung. Die Infrastruktur ist eben verkommen. Und dazu gehört noch, das ist auch eine bauliche oder wohnliche Frage, dass auf Stadt und Land geänderte Lebensumstände zukommen und darauf muss die europäische Wohnung angepasst werden. Das gilt ja auch für die anderen in den Nachbarländern. Und da würden wir uns gerne mit den Nachbarn abstimmen, aber was wir nicht hinnehmen wollen, ist, dass irgendwelche Funktionäre und Bürokraten uns auf EU-Ebene vorschreiben sollen, wie wir unsere Planung zu machen haben und wie wir unsere Modernisierungen auszurichten haben. Und stattdessen sind wir der Meinung, dass das Angelegenheit jedes einzelnen Staates ist und dass es dringend ist, dass wir zwar in Deutschland unsere Ausschreibungen für Projekte für alle mit einem gigantischen Aufwand zugänglich machen. Der Marktzugang für alle europäischen Bieter ist gegeben, aber wenn unsere Firmen, Baufirmen, Handwerker an die Türen der Nachbarwohnungen klopfen, dann klemmen die Türen, also beim Marktzugang jedenfalls. Das ist leider so und das muss dringend geändert werden. Andererseits brauchen wir auch den Einfluss aus dem Ausland auf unser Projektmanagement, Formen, die ziemlich da niederliegen. Die Frage ist auch weitere, dass diese ein wichtiger Punkt ist, dass die Sanierung und der Unterhalt und die laufende Sicherung der Modernisierung Vorrang haben müssen vor neuen gigantischen Großprojekten. Das ist nicht hinnehmbar, dass dort Kostenüberschreitungen zustande kommen, die letzten Endes der Steuerzahler zahlen muss. Und deswegen hat sich hier den Vorschlag herausgebildet, dass wir die Auslegung der Projekte, dass die Auslegung der Projekte, bevor ausgeschrieben und geplant wird, in der sogenannten Bedarfsplanung gründlich passieren muss, nach unserer Meinung durch unabhängige Treuhänder, die nicht in den Prozess der Gewinnung von Aufträgen und Ähnlichem eingebunden sind. Und die sollen auch später, nachdem die Politik entschieden hat, ob ein Projekt gemacht wird oder nicht, sich aus den ganzen technischen Einzelheiten, sollen sich die Politiker heraushalten. Das ist Angelegenheit von Fachleuten und Ingenieuren und nicht keine Angelegenheit von politischem Opportunismus oder Gefallsucht oder dem Versuch, irgendwelche Wählerstimmen einzufangen. Zur Rekommunalisierung möchte ich kurz sagen, dass die, wenn wir sie machen, finanzierbar, kostendeckend und transparent sein soll. Wenn die Bürger verlangen, dass bestimmte Aufgaben rekommunalisiert werden sollen, dann kann das mit demokratischen Entscheidungsprozeduren durch Offenlegung der Tatsachen natürlich bis zu den Punkten, die ich gerade genannt habe, kostendeckend, finanzierbar und transparent auch so passieren. Aber
da jetzt ein großes Aber, das kann nicht Politiker kontrollieren, die nach 4 Jahren wieder abgewählt werden, und solche Gesellschaften brauchen eine starke Überwachung. Deswegen schlägt unser Arbeitskreis vor, dass alle diese Dinge unter der Kontrolle von Bürgerräten liegen sollen, die dort einwirken. Da kann man sich überlegen, dass eine Konstruktion ähnlich wie bei der Bestellung von Schöffen oder so einem langfristigen, sachlich sicheren Kontrollgremium unterliegt. Bei der Verkehrsplanung oder bei der Verkehrspolitik, da setzen wir uns dafür ein, dass der Individualverkehr nach wie vor der entscheidende Aspekt ist, unter dem wir uns unterstellen. Und das bedeutet, dass wir ein Miteinander auf den Straßen brauchen von Autos, Privatverkehr, Fahrräder, Fußgänger und öffentlichen Personennahverkehr. Dann glauben wir, dass kompakte, gemischte Stadtstrukturen entstehen müssen, weil die ursächlich die Verkehrsaufkommen reduzieren. Das ist etwas, was wir dann speziell weiter in Zukunft vertiefen werden. Verkehr und Umwelt müssen zusammenhängend behandelt werden. Mobilität und Ökologie gehören in Deutschland zusammen. Wir brauchen keine Verbote durch die EU, wohl aber verursachergerechte Kostenverteilung. Jeder, der Schäden verursacht, soll dafür auch gerade stehen. Bei Straßenschäden, um mal ein kurzes Beispiel zu bringen, ist es so, wenn Sie einen LKW mit 1 Tonne mehr Last auf den Achsen haben, haben Sie eine 1000-fache Zerstörungseinwirkung auf die Straßen. Deswegen fordern wir, das hat die Bodewig-Kommission zuletzt vorgeschlagen, als das Thema Infrastrukturreparatur aufkam. Bodewig ist frühere Vorstandsvorsitzende der Bundesbahn gewesen, hat eine Länderkommission gehabt, die im Auftrag der Regierung das ermittelt hat, vorgeschlagen, dass die Lkw-Maut ab 3,5 Tonnen für Kleinlaster auf alle Bundes-, Landes- und Kommunalstraßen erhoben werden soll. Wir brauchen kein kompliziertes Toll-Collect-System. Es reicht aus, die Fahrtenschreiber sind überall vorgeschrieben, die gefahrenen Kilometer, den Schadstoffgehalt und die Qualität, Umweltqualität dieser Wagen zur Besteuerung heranzuziehen, so wie es die Schweiz macht. Und dieses System, für dieses setzen wir uns ein. Jetzt kommt der Herr Dr. Brenner und sagt noch was zur Wohnungspolitik und zur Stadtentwicklung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Sell, meine Damen und Herren. Ich bitte zunächst mal um Entschuldigung. Ich muss beim Thema Wohnungspolitik unseren leider kranken Kollegen Dr. Konradi mit vertreten. Deswegen erlaube ich mir hier so ein kleines bisschen auch vom Blatt zu singen. Stichwort freiheitliche Wohnraumpolitik. Was stellen wir uns darunter vor? Ziel einer freiheitlichen Wohnungspolitik nach unseres Arbeitskreises ist die Freiheit des Einzelnen, sich zu angemessenen Preisen diejenige Wohnform aussuchen zu können, die er für sich selbst am besten findet. Dieses Prinzip wird nur durch eine konsequente Anwendung marktwirtschaftlicher Prinzipien und nicht durch dirigistische staatliche Eingriffe erreicht. Also Mietpreisbremsen und dergleichen Dinge mehr schaffen nicht eine einzige Wohnung mehr, meine Damen und Herren. Es ist vielmehr anzustreben, dass die Kommunen und die investitionswilligen Bauherren in die Lage versetzt werden, stärkeren Wohnungsbau zu betreiben. Zu diesem Zwecke ist erstens die Eigenkapitalbildung durch Anhebung der Einkommensgrenzen für die Wohnungsbauprämie und Arbeitnehmersparzulage zu stärken, zweitens Förderung des Erwerbs von Wohneigentum im Rahmen der Altersvorsorge radikal zu entbürokratisieren, das ist im Moment schlicht viel zu schwierig. Stichwort energetische Sanierung, die Kollegen hatten das Thema schon am Wickel, wir müssen da wesentlich stärker auf Freiwilligkeit und auf quartiersbezogene Lösungen setzen. Was den Neubau betrifft in der Energieeinsparverordnung, die Spielräume sind längst ausgereizt, mehr Bürokratie, gerade von der europäischen Ebene, wäre an dieser Stelle sinnlos. Des Weiteren brauchen wir einen bundesweit einheitlichen und niedrigen Grunderwerbsteuersatz von 3% wieder. Sie wissen, die Grunderwerbsteuer fließt den Ländern zu und ist unterschiedlich, blockiert die Märkte. Wir brauchen Bewegung auf den Märkten. Hier muss vereinheitlicht werden. Weiterer Punkt, veraltete Einheitswerte, auf denen beruht ja die Grundsteuer. Das muss durch eine stark vereinfachte nach dem Bauwert oder Bauvolumen berechnete Grundsteuer mit niedrigen Sätzen abgelöst werden. Herr Brenner? Ja. Ich muss Sie leider hier bremsen. Die 7 Minuten für Ihren Arbeitskreis sind überschritten. Jawohl, gestatten Sie mir nur eine einzige noch? Einen haben Sie noch. Weil hier an der Stelle haben wir erbittert diskutiert im Arbeitskreis, Stichwort keine weitere Privatisierung von bisher öffentlichen Wohnungsunternehmen, es sei denn in Form von genossenschaftlichen Lösungen. Und allerletzter Satz zu meinem eigentlichen Thema, Stichwort Stadtentwicklungspolitik. Deutschland zeichnet sich durch lebenswerte Städte aus. Leipzig-Charta, die wir in unserem Papier ausdrücklich erwähnt haben, ist deswegen gut, weil es auf der freiwilligen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten beruht und nicht auf Vorgaben aus Brüssel. Eine ganz wichtige Sache und so soll das auch sein.
Wir sind hier nicht europafeindlich, im Gegenteil. Wir wollen gerne Europa haben, aber wir wollen das auf der Basis der mitgliedstaatlichen Zusammenarbeit. Vielen Dank. Vielen Dank.